Ja, als Routenbauer beschäftigt man sich meistens damit, wie die Leute die Boulder hochkommen. Es schadet aber überhaupt nicht, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Leute wieder runterkommen. Klar, man kann natürlich runterspringen, aber man kann es den Leuten auch angenehmer machen. Eine wunderbare Möglichkeit dazu ist, einen sogenannten Downclimber, also einen Abklettergriff, anzubieten. Vorteil an solchen speziell für das Runterklettern geshapten und hergestellten Downclimbern ist die Ergonomie. Es sind sehr runde Kanten, der Radius ist auch relativ groß, sodass sie sich unabhängig der Neigung gut anfühlen. Hervorzuheben wäre, dass es eine einzigartige Form ist, die es sonst so in den anderen Sets nicht gibt. Dadurch besteht auch keine Verwechslungsgefahr mit den anderen Farben, anderen Bouldern, die drumherum geschraubt sind. Was auch im laufenden Betrieb auffällt, ist, dass die alleinige Präsenz der Downclimber in den Wänden die Hemmschwelle bei den Kunden herabsetzt, in einen Boulder überhaupt einzusteigen, weil sie schon mal visuell kommuniziert bekommen, hier kommst du gut wieder runter. Die Downclimber zahlen sich nicht nur für die Anfänger aus, gerade Leute, die Bouldern zu ihrem Sport außer Korn haben und 2, 3, vielleicht auch 4-mal die Woche Bouldern gehen, freuen sich darüber, nicht mit Rückenschmerzen am nächsten Morgen aufzuwachen und gleich wieder Bouldern gehen zu können. Manchmal versucht man Züge 20, 30, 40, 50 Mal und schafft sie nicht und weiß schlichtweg nicht, warum man sie nicht schafft, weil einem die Endposition völlig unbekannt bleibt. Mithilfe eines Downclimbers kann man sich erstmal in seine Komfortzone wieder reinretten und erstmal nachfühlen, wo man da überhaupt hin will. Wie zum Beispiel bei diesem gelben Boulder den Toehook schon mal vorzusetzen, zum Top zu gehen, zweite Hand dazu zu nehmen und festzustellen, ah, okay, ist vielleicht gar nicht so wild, was der Schrauber sich da gedacht hat. Durch solches stufenweises Rantasten kann man sich die Endposition einer solchen wackeligen Bewegung viel leichter erarbeiten und gewinnt dadurch einiges an Sicherheit.